Schön, dass du heute wieder vorbeischaust. Karl und ich haben uns ausgedacht, dass wir für das heutige 7-Minuten-Workout drei Übungen machen, die speziell für den Oberkörper sind. Also wir haben uns ausgedacht, die Liegestütze zu machen, die Crunches zu machen für die Bauchmuskulatur und am Schluss noch die Krabbe, also hinten abstützen, was so ein bisschen auf die Arme noch geht. Okay, du brauchst wie immer kein Equipment, also keine Geräte, nur dein eigenes Körpergewicht. Jede Übung hat 25 Sekunden Belastungszeit und 10 Sekunden Erholungszeit. Mach dich bereit, ich stelle den Timer an. Und die erste Übung ist die Liegestütze. Leg ihn tief und auf geht's. Komm, wir machen die Liegestütze ohne den Oberkörper abzulegen. Aber falls es dir zu schwer sein sollte, dann leg den Oberkörper ab und drück dich dann erst wieder raus. Okay, aber nur wenn es dir zu schwer ist. Ansonsten, so wie ich, die Spannung halten. Und auf geht's. Komm, die letzten 5 Sekunden. Okay. Und wir drehen uns um. Wir bleiben unten. Hände an die Schläfen. Oberkörper abheben, sodass Spannung auf den Bauch kommt. Und wieder zurückgehen. Auf geht's. Zack. Zack. Beim Zurückgehen darauf achten, dass du nicht komplett ablegst, sondern nur so weit gehst, dass noch Spannung auf dem Bauch ist und dann wieder hochkommen. Beim Hochkommen so weit hochkommen, dass die Schulterblätter vom Boden abheben und wieder zurückgehen. Okay, 10 Sekunden Pause und wir stützen uns hinten ab, Po in die Luft und greifen immer auf die andere Seite auf den Boden. Zack. Zack, der Po bleibt die ganze Zeit in der Luft. Zack, zack. Und der Oberkörper rotiert und passt auf den Boden auf der anderen Seite. Zack, zack, jawohl. Zack, zack. Die Fingerspitzen berühren den Boden und die andere Seite. Zack, 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 jawohl. Das war die erste Runde. Und wir machen wieder Liegestütze und wir machen jetzt mal so ein bisschen Tempo, okay? Und komm, alles rausholen. Zack, zack, zack. Auf geht's, dranbleiben. Noch 15 Sekunden. Und die letzten 10 Sekunden. Auf geht's, komm, kämpfen. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Und wir gehen auf den Rücken. Legen uns hin. Hände an die Schläfen. Und komm, hoch geht. Zack. Und auch hier ein bisschen Tempo. Zack. Beim 7-Minuten-Training geht es eher um Tempo. Ja, dass wir alle Übungen schnell ausführen. Also eine hohe Frequenz haben, um diesen Nachbrenneffekt eben zu erzeugen, dass du nach dem Training noch viele Stunden später weiter brennst, also weiter Kalorien verbrauchst. Okay, hinten abstützen und auch hier machen wir jetzt mal ein bisschen Tempo. Und komm, andere Seite drüber. Zack, zack, zack. Okay, komm. 10 Sekunden und noch 5 Sekunden. Ja, komm, Tempo. Okay, dritte Runde. Liegestützposition und Tempo machen. Auf geht's. Los geht's, komm. Zack, zack. Und immer weiter atmen und Tempo machen. Noch 10 Sekunden, komm. Komm, komm, weiter geht's. Und noch 3 Sekunden. Jawohl. Okay, eine der schwersten Übungen, finde ich. Okay, und auf den Rücken, Hände an die Schläfen. Und komm, auch hier wieder Tempo machen. Zack, zack. Nur so weit zurückgehen, bis das noch Spannung auf dem Bauch ist.
Okay, die letzten 5 Sekunden. Und 3, 2, 1. Okay. Wir stützen uns hinten ab und machen die Krabbe, also immer die andere Seite berühren, während der Po in der Luft ist. Los geht's, zack. Und hier Tempo machen, zack. Jawohl. Und noch 10 Sekunden, Tempo, komm, zack, zack, zack. Noch einmal. Okay, wir kommen in die letzte Runde. Noch einmal Liegestütze. Und nochmal alles rausholen. Komm, kämpfen. Und los geht's. Komm. Zack. Zack. Und komm, komm. Hol alles raus. Die letzten 10 Sekunden laufen jetzt. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Auf den Rücken legen. Noch einmal Crunches. Ganz stark. Hände an die Schläfen. Und komm, zack. Okay, und komm. Auf geht's, noch 10 Sekunden, auch wenn der Bauch schon brennt. Komm, alles rausholen. Und noch 3, 2, 1. Okay. Und wir stützen uns hinten ab. Die letzte Übung. Dann sind wir schon wieder durch. Po in die Luft. Und komm, andere Seite berühren. Zack, zack. Und nochmal Tempo machen. Noch 10 Sekunden. Noch 5. Auf geht's. Komm, schneller. 3, 2, 1. Okay, das waren 7 intensive Minuten auf einer sehr hohen Frequenz. Ganz stark, dass du durchgehalten hast. Wir haben jetzt hier bei dem Workout uns auf den Oberkörper fokussiert, ihn so richtig brennen und schwitzen lassen. Jetzt kannst du dich ausruhen, dir was zu trinken holen und Coach Karl und ich würden uns natürlich freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben geben würdest und natürlich, wenn du auch wieder beim nächsten Workout dabei bist.